ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe gerade etwas komisch aus, liegt daran, dass meine Augen noch nicht geschminkt sind und ihr könnt euch schon ahnen, warum. Steht schließlich im Titel und zwar geht es heute um diese Palette. Die Subculture Palette von Anastasia Beverly Hills. Ich habe sie mir gekauft. Sie soll ja sehr schlecht sein, also man hört nur Schlechtes eigentlich fast. Aber ich wollte sie selbst für mich testen. Das ist ja, sage ich mal, die Schwester zur Modern Renaissance Palette und... Ich habe sie noch nicht geswatcht selber, meine Palette. Es soll ja auch Unterschiede zwischen einzelnen Paletten geben. So sieht sie von außen aus, hat wieder so einen Samtbezug. Und ja, ganz kurz einmal zu den Inhaltsstoffen. Ihr seht es vielleicht hier, das ist die davor. Richtig viele Inhaltsstoffe. Und das ist die Subculture Palette. Da ist eher weniger. Da hat sich einiges geändert an der Formulierung. Was man wohl auch sehr merken soll, aber wir testen das jetzt ganz mal hier jetzt aus. Ich mache sie euch jetzt erstmal auf, die sieht so aus. Hier ist mal gerade so ein kleines... So, da oben ist ein Spiegel drin, wie immer. Dann hat das einmal so einen kleinen Pinsel. Den hole ich hier mal gerade raus, wenn ich ihn rauskriege. So sieht er aus, beidseitig. Kann man, glaube ich, mitarbeiten, muss man nicht. Also er ist nicht schlecht, aber ja. Und dann sind das hier die Farben. Ich werde euch die jetzt als erstes mal kurz swatchen auf dem Arm, mal eben schnell. Dann machen wir jetzt nicht so lang. Ich werde die, wie gesagt, alle jetzt mal kurz swatchen für euch. Naja. Ja, okay, ist ganz klar, die Matten sind besser. Die sehen, oh, wow. Die sehen sehr gut aus, also bis auf der erste, der helle, der so Duochrome sein soll. Da sind nämlich zwei Duochrome-Töne drin. Der war nicht so mega. Oh Gott, ja, warte. Ich mache das gerade nicht so gut. So, jetzt seht ihr es besser. Ich muss die mal weiter ein bisschen rüberziehen. Ich sage euch mal jetzt nicht die Namen dazu alle. Aber ihr seht, die sind schon, das ist die oberste Reihe bisher und die sind schon recht gut pigmentiert, muss man sagen. Diese Farbe hier, das ist jetzt Electric, war ich sehr gespannt, aber wie ihr seht, seht ihr fast gar nichts da unten. So gelb-grünlich ist es eher schlecht. Der Ton ist sehr schön, das ist so eine Senffarbe, das ist New Wave. Es kommt Untamed. Beziehungsweise ist das eher noch Senf. Das andere war noch gehen mehr ins Orange hier unten. Und jetzt noch Rowdy. So, also die Pigmentierung von den matten Tönen ist ziemlich, ziemlich gut. Auch dieser eine hier, der so glitzerig, metallisch ist, der ist auch ganz gut. Aber die beiden Duochromes sind eher schlecht, muss ich schon mal zum ersten Eindruck hier sagen. So, ich mache das mal kurz ab und dann gucken wir mal uns das Problem der Palette an. So, die meisten Leute, die über diese Palette berichtet haben, haben, ich puste mal kurz alles ab, haben erzählt, dass wenn man mit dem Pinsel reingeht, dass es einfach sehr viel Fallout, sag ich mal, hat. Also es wird sehr pudrig, die halbe Palette ist, sag ich mal, schon fast aufgebraucht und das, egal wie doll man reingeht. Aber es soll auch bei anderen Paletten immer unterschiedlich sein, also da gibt es Unterschiede. Ich werde das jetzt mal hier testen, ich nehme jetzt mal den Pinsel, der dabei war, der ist, finde ich, okay, also ich glaube, das macht jetzt keinen Unterschied, ob ich einen von mir nehme oder den. Deswegen werde ich das mal testen hier mit euch. So, ich nehme die mal so und gehe mal mit euch in... Ich tupfe das. Okay, ihr seht das, der hatte schon so ein bisschen Fallout, aber es geht. Ich teste mal die Farbe darunter. Ja, die sind ziemlich pudrig. Ich weiß aber gar nicht, ob das bei den anderen so anders war. Ich habe gehört, New Wave soll auch so ein Fall sein. Aber da geht's bei mir, da finde ich es okay. Also die sind sehr, sehr pigmentiert. Man hat sehr viel direkt auf dem Pinsel. Also ich drücke da wirklich nur drauf. Die Farbe ist auch in Ordnung, würde ich sagen. Vielleicht gehen wir nochmal in Roxy hier rein. So würde ich zum Beispiel jetzt meine Sachen aufnehmen. Gut, dann ist wirklich schon recht
viel Puder, was da reinfällt, wenn ich nur zweimal drüber gehe. Das ist natürlich nicht sonderlich gut. Die haben, es gab dazu ein Statement. Und zwar hieß es, dass die neu gepresst haben. Und wenn die Pigmente, die Puder nicht doll genug gepresst werden, passiert das. Und das soll jetzt wohl wieder überarbeitet werden. Da machen die sich jetzt Gedanken drüber, weil ich meine, es sind wirklich sehr, sehr viele Reviews und allesamt sind meist schlecht. Von daher, ich teste jetzt mal, ob das hier bei diesen auch so ist, bei den Duochrome Blushes. Blush, sag ich schon. Nee, da ist es nicht. Okay, also es ist nur bei den pudrigen, sage ich mal. Ihr habt jetzt einigermaßen gesehen, manche haben auch getestet, dass sie da drin rumgeswirlt haben. Das werde ich jetzt hier nicht ausprobieren. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn man so nur so ein bisschen drauf tappt, dann geht das. Aber wenn man wirklich hier so drin rumwühlt, dann kann es schon sein, dass man das Fändchen erreicht. Und aber so würde ich auch nie meine Produkte aufnehmen. Von daher fände ich das jetzt auch dumm zu testen, weil ich persönlich würde so nie in meine Paletten reingehen, weil das schon klar ist, dass das viel zu viel Produkt. Also es wäre auch bei anderen Paletten so. Vielleicht nicht so extrem, aber ich würde es nicht tun. Ich gehe immer so ein bisschen da rein. Und klar, es hat viel Fallout, das muss ich jetzt schon sagen, ist schlecht. Aber das heißt nicht, dass mich diese Palette nicht überzeugen kann. Aber es soll auch teilweise Probleme mit dem Auftrag geben. Und das werde ich jetzt mit euch testen. Ich schminke jetzt einen Look mit dieser Palette und hoffe natürlich, dass er gut sein wird, hoffe ich. So, dann fange ich jetzt mal an. Ich gehe als erstes in die Farbe, ich glaube, als erstes hier Destiny, diesen Grünton, da gehe ich als erstes rein. Ganz vorsichtig, ja, der hat auch ganz schön, erstmal abklopfen auf jeden Fall. Und jetzt, beziehungsweise ich nutze mal lieber den Spiegel, den ich hier bei habe, weil ich glaube, das wird besser. Ich nutze jetzt auch erstmal keine Transition Shade, ich wollte jetzt direkt damit reingehen. Und gehe auch bis nach vorne hin. Also bis jetzt, diese Farbe, finde ich, lässt sich gut auftragen, auch gut verblenden. Viele haben auch gesagt, die Lidschatten lassen sich nicht gut verblenden. Das ist jetzt zwar nur ein, den ich bisher benutzt habe, aber da kann ich das jetzt nicht unbedingt sagen. Also, sie sind nicht die besten zum Verblenden, aber jetzt auch nicht sonderlich schlecht. Also da habe ich viele Paletten, die so sind. Und damit kann ich umgehen. Also weiß nicht, das finde ich nicht schlimm. Bis jetzt habe ich, was das angeht, jetzt noch nichts groß Negatives zu sagen, aber ich mache mal erstmal weiter. Als nächstes benutze ich auf dem Lid die Farbe Edge, weil die finde ich sehr interessant. Das ist dieser Senfgelbton, den möchte ich jetzt einmal austesten. Auch dieser Ton ebenfalls konnte ich sehr gut mitarbeiten, lässt sich auch aufbauen. Bisher scheint es, ich habe eine recht gute Palette erwischt. Ich hoffe es jedenfalls, dass es so bleibt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen noch dunkler rein mit der Farbe Untamed. Gehe ich nochmal hier so ein bisschen das intensivieren. Das ist jetzt wirklich mehr so ein grünlicher Ton. Tut mir leid, ich kann bisher nichts Negatives, außer halt natürlich das, was ich eben schon erwähnt hatte, mit dem Produkt, was so schnell leer gehen wird vermutlich, kann ich nichts Schlechtes sonst bisher sagen. Ich finde sie sehr gut. Habe jetzt auch mit dem Blenden, glaube ich, nicht so die Probleme. Soweit so gut. Gefällt mir noch bis jetzt sehr gut. Ich gehe schon mal in den Innenaugenwinkel. Ich weiß noch nicht, mit der Farbe Cube oder Electric, wobei mich die Farbe Electric mehr anspricht. Das ist dieses Grün, dieses Schimmern. Da hatte ich eben schon gesagt, dass ich das sehr interessant finde.
Ja, das ist eine coole Farbe, aber ich glaube, also die ist nicht so gut pigmentiert, man muss es wirklich ein bisschen aufbauen. Aber gut. Vielleicht wäre die gar nicht so schlecht, wenn man die mit dem Finger aufträgt, aber das teste ich wann anders mal. Dann gehe ich unter dem Auge auch mal mit Edge entlang. Ich muss so sagen, es ist bis jetzt hier nichts darunter gefallen. Das habe ich nämlich auch schon öfter gehört. Ich habe mich hier gerade so ein bisschen angemalt, muss ich sagen. Sekunde, ich nehme Pinsel und ist das auch wieder weg. Hoffe ich. Hoffe ich. Nein, es geht nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann nehme ich mir mal ein Schwämmchen, sonst ja, jetzt geht's. Ich gehe gleich noch mit dem Schwamm drüber. Aber was wollte ich jetzt sagen? Ja, kein Fallout bisher. Also ich kann nicht sagen, dass da irgendwie sonst was ist. Das war jetzt eben mit meinen Fingern, weil die noch voller Swatches sind. Also war das jetzt nicht Schuld der Palette. So, ihr Lieben, und das ist jetzt mein fertiger Look zu der, also zu meinem First Impression Video. Ich zeige es euch nochmal kurz. Habe jetzt natürlich nicht mit allen Farben gearbeitet, das ist ganz klar. Aber die Farben, die ich benutzt habe, mit denen hatte ich jetzt keine Probleme. Ich muss das Ganze natürlich noch weiter austesten, um da wirklich ein Fazit geben zu können. Aber jetzt auf den ersten Blick, wie gesagt, es pudert wirklich sehr. Ist schon mehr als bei anderen Paletten, aber ich finde, das ist jetzt nicht so krass. Wenn man es weiß, kann man damit umgehen und kann das vorsichtig machen, ist meine Meinung. Und wie gesagt, mit dem Auftrag, jetzt hatte ich überhaupt keine Probleme. Also, ich habe nicht großartig was Negatives zu der Palette zusammen. Ich finde die Farbzusammenstellung sehr, sehr schön. Und ja, ich mag auch den Look, wie er jetzt da rausgekommen ist. Ich finde diese Farbe Electric super, super cool, gerade im Innenaugenwinkel, wie ich es habe. Und dieses Zen-Farben ist auch absolut mein Ton, finde ich richtig, richtig schön. Ja, das ist jetzt mein Look und ich hoffe auch, euch hat das Video gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!